Meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einem neuen Part von Modern Combat 5. Die letzte Aufnahme war leider ein wenig mit dem Ton nicht so gut. Ich weiß aber, woran es lag. Die Sache ist, ich muss dieses Spiel über den Sound vom Handy aufnehmen, weil ich noch nicht dieses externe Hardware-Tool habe, das den Sound im Stereo aufnimmt. Und ich da meine Stimme drunter mischen kann. Auf jeden Fall, ich bin dran. Ich muss mal ein bisschen lauter machen, oder? Ja. Ich bin auf jeden Fall dran, das zu fixen. Ich muss es auch mal leiser machen. So ist besser. Machen wir die 5. Die Mitte. Fast die Mitte. Gut, auf jeden Fall, ich weiß ungefähr, woran es lag. Mit dem Ton. Es war ein bisschen Low Quality mit dem Ton. Aber gut, das nächste Mal, beziehungsweise jetzt, wird es hoffentlich besser. Ich muss mich an dieses Handy aufnehmen, noch ein bisschen rantasten. Das sind die ersten Versuche, deswegen seid mir nicht böse, wenn es nicht direkt klappt. Jeder hat mal klein angefangen. Und ich habe übrigens oben links meinen Namen geändert. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mit der Kampagne weiter. Und übrigens hat sich unser Dings auch aufgeladen. Unser Blitz. So, lustig, ich konnte die Kampagne nicht auswählen. Neuer Versuch. Jetzt geht's. Okay, ich weiß nicht, was das war, wieso es nicht ging. Wahrscheinlich ein Bug von der App. Egal. Welche Mission müssen wir denn machen? Das war Rino Temple. Wie heißt der? Rino G Temple. Was ist denn unsere Mission? Schlage die Angreifer zurück, ziele 3 Kopfschüsse und erziele einen Multikill. Das sollte doch zu machen sein. Und ich kann mir natürlich auch ein Waffenset jetzt zusammenstellen. Nein, kann ich nicht. Gut, dann starten wir das Spiel. Und Blitze werden mir wieder abgezogen. So, erwachen. Rino-Tempel. Am ersten Tag der internationalen Konferenz zum Thema Internetsicherheit war Tokio massiven Angriffen ausgesetzt und Chaos brach in der Stadt aus. Die Anzahl der Opfer ist immer noch nicht bekannt. Erste Berichte sprechen von großflächiger Zerstörung. Ob wir das hinkriegen? Ich tippe einfach mal auf den Bildschirm. So, Ziele habe ich schon vorgelesen. Habt ihr eben mitbekommen? So. Ei, Chefin. Wo ist meine Waffe? Habe ich keine Waffe oder was? Was soll das denn? Oh, shit. Da hängt einer. Oh, nein. Junge. Alter. Das ist, ne? Hey, ich hab den doch in den Kopf geschossen. Willst du mich verarschen? Naja, noch ein Kopfschuss und ich bekomme, ich will die zusätzlich. Ja, geht doch. Alter, was ist denn jetzt explodiert? Unfassbar. Wo ist er hin? Die Alte. Komm her. Oh nein. Okay, mit diesem Dings zielen funktioniert das echt gut. Ohne Mist. Nur mit dem Deckungssystem ist noch ein bisschen schwierig. Das ist wirklich noch ein bisschen heftig, aber da gewöhnt man sich dran. Ich meine, das Spiel ist im Multiplayer, ist das wirklich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das im Multiplayer so krass gespielt wird. Kann ich mir auch noch... Ja, gib mir das. Da habe ich nämlich... Ich hoffe zwei... Nein, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt 2 Primärwaffen. Oh, ich will nicht den Typen erschießen. Komm mal. Ist der tot? Nee, der ist nicht tot. Willst du mich verarschen? Ah! Gott, ist diese Steuerung gewöhnungsbedürftig. Mit Pad spielen. Ohne Mist. Meine Fresse. Sag mal. Willst du mich verarschen? Dass ich so viel... Ich würde mich gern... mal hinlegen. Oder so. Gib mir mal eine richtige Waffe, bitte. Das ist ja unfassbar. So, Dame, wo geht's hin? Hier, Ruth Harmy, so gibt es zu dir, so sie kann Kontakt zu dir. Thanks. Yay, wir haben es geschafft. Und? Erziele einen Mut. Willst du mich verarschen? Ich habe so viele Viecher gerade weggedingst.
dass ich eigentlich einen Multikill hätte machen müssen. Was soll das denn? Oh, könnte ich ausrasten gerade. Ja gut, okay, also ich wurde befördert auf Level 2, auf Kadett First Class. Und Belohnung, ein FP. Und Energieauffüllung. Also ein FP, das ist für den Multiplayer, meine ich, ist das gut. So, was haben wir noch? Schalldämpfer, yay. Und nein, möchte ich nicht. Yay, ich wurde mit einem Vorratspaket belohnt. Sieh es dir an. Okay, zeig's mir. Das ist der Vorratspaketbereich. Öffne ihn jetzt. Ach ja, die Vorratspakete, die wurden damals bei... Also die Kisten wurden ja, glaube ich, bei... Counter-Strike Global Offensive eingeführt. Dass man die mit irgendeinem so Kackschlüssel kaufen konnte. Da waren da Skins drin. Mit irgendwelchen Werten von 3 Cent bis 12.000 Euro oder 300 oder sowas. Keine Ahnung. Und deswegen ist meiner Meinung nach CSGO auch nur noch so populär, weil es einfach dieses Suchten nach Skins ist. Ich habe es ein paar Mal gespielt. Es ist natürlich ein Counter-Strike, ist ja für die LAN-Partys, pipapo, ist das ja immer noch sehr gut. Aber ich glaube, Counter-Strike Global Offensive hält sich eigentlich hauptsächlich nur wegen diesen Skins oben. Einfach nur, weil dieser Sammeltrieb gefördert wird. Aber das ist meine Meinung, vielleicht vertue ich mich. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Prinzip, dass man Geld machen kann. Also entweder die Entwickler oder man selbst, weil manche Skins kann man ja verkaufen, da kriegt man dann wirklich Kohle für. Das ist vielleicht auch dieser Sammelfaktor, dieses Suchtprinzip, weil wenn du einen geilen Skin hast, dann behältst du den entweder oder vertickst den und dann kannst du dir dadurch neue Spiele auf Steam kaufen oder so. Das ist halt natürlich auch eine coole Sache. Und ich glaube auch ein Teil geht in den E-Sports rein. Bei Rocket League ist das zumindest so, wenn man sich Schlüssel für eine Vorratskiste kauft. Das geht zum Teil in den E-Sport. Hier, ich schweife ab, Entschuldigung. Auf jeden Fall, wir öffnen jetzt dieses Bereich-Dings. So, öffne das Vorratspaket und fordere deinen Preis ein. Deinen Preis ein, ja, gib her. Flupp. Pauzt. So, was kriege ich denn? Berühre die Vorratsabwürfe, um deinen Preis zu enthüllen. Blupp. Bing. Ein Meisterschaftskit. Ich weiß nicht, was das ist. Blupp. Dann noch eine... Ja, oh Gott. Die nervt mit diesem Dings. Und dann gibt mir das noch. Ein Waffenteil für ein Sturmgewehr. So, Waffenpakete bieten dir eine höhere Chance, überlegene Ausrüstung zu erhalten. Hol dir eins. Berühre hier, um gratis ein Waffenpaket zu öffnen. Ja, gerne. Dann probieren wir das mal. Peng. Okay. Dann decken wir mal alles auf. Bam, 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 bam. So, Meisterschaftskit. Eine Blaupause. Okay. Bereit zur Fertigung. Okay, das ist alles ein bisschen viel Input gerade. So, setzen wir das Ding mal zusammen. Das ist aber auch halt alles ziemlich cool gemacht, das muss man mal sagen. Für einen Free-to-Play-Titel hammermäßig. Also, Hammer. Immer noch. So, das Upgrade wird verfügbar, sobald du genug Waffenpunkte hast. Ah ja, okay. Das sind die Waffenpunkte. Die sind dafür gut. Wir können das beschleunigen. Ja, ich habe ja... Sag mal, du brauchst 100 oder mehr. Das Upgrade. Wow. Dann benutzen wir das mal. Okay. Feuerrate können wir upgraden. Und tata. Eine neue Waffe mit einer höheren Feuerrate. Gut, während du spielst, wirst du mehr Waffenblaupausen und Verbesserungsmaterialien erhalten. Wunderbar. So, du kannst sie jederzeit im Inventar ansehen. Dann zeig mir mal das Inventar. Amoklauf! Danke! Okay. Ach ja. Ja, okay. Ich verstehe. Kann ich mich jetzt vielleicht anmelden? Nee, ich will nicht. Ich würde mich gerne anmelden. Nein, ich will nicht. So, ich weiß jetzt nicht, wie ich angemeldet bin, aber ist mir auch wurscht. Ich will nichts kaufen. VIP-Level, hier eine kleine Belohnung, damit du in Kampflaune bleibst. Ja. Ich habe 5 Vorratskisten.
Weil ich mich eingeloggt habe oder was? Tatsächlich? Moment, Jungs, Mädels, das muss ich mal ganz kurz gucken. Verbinden. Als Gast spielen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt drin bin. Ich will. Diese Werbung die ganze Zeit, es ist. 6 Waffen. Sag mal, was ist denn hier los? Jetzt habe ich 6 Vorratskisten. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, jetzt kommt da Werbung. Ich rast aus. Jeder gegen jeden. Nova Legacy. Ach, das ist wahrscheinlich ein neues Spiel. Mann! Okay, ich habe mich irgendwie eingeloggt. Ich habe ein bisschen Zeug bekommen. Wunderprächtig. Ich würde sagen, das mache ich im nächsten Part mal auf. So ein kleines Opening. Oder vielleicht mache ich einen extra Part dazu. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, das war's erstmal. Und im nächsten Part geht's mit der Kampagne dann weiter. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüsseli!